Wir sind zu Besuch im Achtal. Über 1000 Jahre lang wurde hier eine Eisenerzhütte betrieben. Familie Fritsche hat eines der aufgelassenen Gebäude liebevoll restauriert. Ja, ich bin der Fritz Sebastian. Wir haben in der Familie ein Planungsbüro, auch hier im Hause. Und wir glauben, dass wir uns diese Wohnung da ausbauen. Waren wir uns auch sehr schnell einig, dass wir in diesem Raum einen Holzofen reinstellen werden. Und dass wir auf jeden Fall das Feuer sehen möchten. Es war uns dann auch gleich klar, dass wir einen einfachen, eckigen Ofen mit einer großen Scheibe haben wollen. Im Endeffekt ist es wirklich wie beim Lagerfeuer. Ne? Aber ein Feuer, das sich wie ein echtes Lagerfeuer anfühlt, in einem Kamin wie in unserem Beispiel, einem Architekturkamin aus dem Haus Brunner, braucht eine sichere Feuerungstechnik. Der Kamin hat Vorschriften einzuhalten, soll effizient mit dem Brennstoff umgehen, einen sicheren Abbrand gewährleisten, stets eine möglichst saubere Scheibe aufweisen und am Ende auch kinderleicht zu bedienen sein. Weil ein Kamin nun einmal eine Feuerstätte ist, braucht es auch den sorgfältig und fachlich geschulten Ofenbauer. Der ist auch für die Beratung zuständig. Hier wurde ein Kaminkonzept festgelegt, das die Wärme zum größten Teil als Strahlungswärme über die große Glaskeramikscheibe als direkte Wärme für die vor dem Kamin platzierte Sitzgruppe freisetzt. Die übrige Wärme wird aus Warmluft und über die Verkleidung abgegeben. Diese besteht aus Brunner Kaminbauplatten, die speziell als wärmeleitende Speicherplatten Einsatz finden. Wir haben da einen riesengroßen Raum herin, da wo wir gemeinsam mit der Bauherrschaft, mit der Frau Fritsche, einen Kamin entwerfen haben können. Die haben sich da in dem Bereich einen richtigen, wunderschönen Platz geschaffen, eine richtige Wärmeinsel. Das, wo der Raum leicht vertrocknet. Hinten geht dann nur die Küche rüber. Und da in dem Bereich ist einfach der Platz, wo man auf Nacht richtig ausspannen kann und wo man einfach nur mal den Tag ein bisschen vorbeilaufen lässt.